Ich lese euch den Predigtext für den heutigen dritten Advent aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 2 bis 10. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Amen. Es ist das große Thema, nicht nur des dritten Adventes, sondern dieser Zeit und auch dieses Textes: Erwartung. Was erwarten wir? Wie erwarten wir Weihnachten? Aber vielmehr noch, wie erwarten wir eigentlich Gottes Handeln, Gottes Kommen in unsere Welt? Wie bereiten wir uns darauf vor? Und das hat auch ganz konkret natürlich mit dem Fest von Weihnachten zu tun. In 10 Tagen ist Heiligabend. Und mancher kriegt dann eine Gänsehaut und sagt: Oh, wie ist das mit Geschenken, Weihnachtspost und diesem und jenem? Aber es geht ja noch viel weiter, es geht ja viel tiefer. Worüber Jesus hier spricht mit den Jüngern des Johannes des Täufers, die auch ihre Fragen haben und wo das große Thema Warten, Erwarten eine Rolle spielt. Und wir können bei uns anfangen, auch ganz konkret zu fragen wieder im Blick auf Weihnachten, denn das ist ja ein Fest, das ganz viele Erwartungen schürt. Es ist ja schlimm, oder? Manchmal ist es zum Heulen, dass man dann denkt, was wird eigentlich alles projiziert an Friedenserwartung in diese 2,5 Tage? Was wird da hineinprojiziert an Harmoniebedürfnis in Ehen, Familien, für den Weltfrieden und wo auch immer noch? Gerade an diesem Fest. 362 Tage haben wir Zeit, uns zu kloppen und alles Mögliche zu machen, aber an diesem Tag soll bitte Ruhe sein. Bis hin zu Waffenstillstand irgendwo in den Kriegsschauplätzen dieser Welt. Wir merken schon, wenn wir auf dieses Fest zugehen in 10 Tagen, wie viel da durcheinander geht, auch an Gefühlen bei uns. Und vielleicht hilft das so, wenn hier von Johannes dem Täufer im Gefängnis die Rede ist, dann zumindest für eine halbe Sekunde darüber nachzudenken, wie es wohl den vielen Christen geht, die in diesen Tagen und Wochen im Gefängnis sitzen. Weltweit, das sind mehr, glaube ich, und bin davon überzeugt, als es in Deutschland überhaupt lebendige Christen gibt. Wie geht's denen wohl mit Weihnachten? Was erwarten die? Braucht man im Irak einen Tannenbaum? Muss es in Nordkorea schneien, damit Weihnachten wird? Oder in Nigeria, die Christen, die vor der Boko Haram-Sekte weglaufen, fliehen oder von ihnen niedergemetzelt werden, spielt es für sie eine Rolle, ob irgendwo noch ein bisschen Stroh in der Krippe liegt? Das relativiert so manches von dem, was wir in unserem Kulturkreis so vorbereiten und machen und tun. Wie gehen wir, du und ich, wie gehen wir auf Weihnachten zu? Was können wir lernen von einem Johannes dem Täufer und auch von den Menschen, die bei Jesus sind? Das, was er zu den Jüngern des Johannes sagt und auch was er nachher sagt, das sagt er vor einer großen Menge. Das sind viele, die voller Erwartung schauen und gucken, ist das wirklich der Christus? Ist das wirklich der? Und was ist es jetzt mit seinem großen Vorläufer und Propheten, der ihn angekündigt hat und der jetzt vielleicht ein bisschen ins Zweifeln kommt im Gefängnis? Wie antwortet Jesus da? Was ist ihm wichtig? Fangen wir bei dieser Menschenmenge an. Ein erster Gedanke. Es ist ja dort
diese Frage, Jesus nimmt dieses Thema Erwartung auf und sagt, was erwartet ihr eigentlich? Was habt ihr erwartet, als ihr zu Johannes dem Täufer in die Wüste gegangen seid? Was wolltet ihr dort sehen? Ein Schilfrohr? Davon gab es ja jede Menge und gibt es auch noch am Jordan, dort wo Johannes getauft hat. Wolltet ihr das sehen, das sich da im Wind hin und her wiegt? Und da geht es nicht um Naturromantik, es geht auch um das Hin und Her gebogen werden. Und natürlich ist klar, Johannes der Täufer war keiner, der sich hat verbiegen lassen. Wer dort ein bisschen Natur sehen wollte oder auch irgendwas, was im Wind hin und her gaukelt, nein, nicht bei Johannes dem Täufer. Wolltet ihr einen Mann so in weichen Kleidern sehen? Und Jesus sagt das ja gleich. Nein, die Leute, die findet man nicht in der Wüste. Die sitzen an gedeckten Tischen, denen geht's gut, die sorgen für sich und die passen auch auf, dass nichts Unvorhergesehenes passiert. Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja. Das ist zutiefst die Sehnsucht des Volkes damals. Und ich bin überzeugt, auch bis heute, auch dort, wo Menschen nicht an Gott glauben oder wo sie mit dem Weihnachtsfest nicht so viel anfangen können, aber Menschen sind auf der Suche danach, dass Gott sich offenbart. Und deswegen greift Jesus das hier auf. Das ist der erste wichtige Gedanke, dass wir uns das auch klar machen und vielleicht auch im Gespräch mit Menschen in unseren Familien, in unserem Freundeskreis, in der Nachbarschaft, wenn wir auf Weihnachten zugehen, dass wir davon reden. Weihnachten bedeutet, Gott offenbart sich. Weihnachten bedeutet, Gott lässt uns nicht allein, sondern hat ein Wort für dich und für mich. Gott hat etwas, was uns tröstet. Gott hat etwas, was uns manchmal auch unseren Kopf zurechtstutzt und wieder zurechtbringt, weil wir vielleicht in unseren Gedanken auf Abwägen gewesen sind. Das Erste, worum es hier geht, ist wirklich erwarten, dass Gott sich offenbart. Damals, als die Menschen zu Johannes dem Täufer in die Wüste geströmt sind, und das war wirklich eine kleine Volksbewegung, da wollten sie einen Propheten sehen, das war schon lange nicht mehr vorgekommen. Und sie dachten, endlich ist einer da, da bewegt sich was, da werden Herzen berührt, da geht etwas ab. Und das war nicht einfach nur so ein oberflächliches Event, sondern da ging es wirklich in die Tiefe. Warum sind die Menschen nicht nur hingegangen, um zu hören, sondern sie haben sich taufen lassen. Sie haben gesagt, ich will das festmachen, ich will mich unter Gottes Wort stellen, ich will gehorsam sein. Und sie haben sich mit dieser Taufe des Johannes taufen lassen. Sie haben gemerkt, wenn Gott redet, dann kann ich nicht mehr still sitzen. Und wisst ihr, das ist das, was zutiefst Menschen auch heute, auch in unserer manchmal so oberflächlichen Kultur, was sie zutiefst ersehnen. Warum gehen viele Menschen nicht in Kirchen, nicht in Gottesdienste? Es liegt nicht daran, dass die Leute alle so feindselig sind. Das kann immer noch passieren, auch in unserer Kultur hier wieder. Aber es liegt vor allen Dingen daran, dass vielleicht gar nicht so viel, was Jesus hier Prophetie nennt, gar nicht so viel passiert. Gar nicht so viel Offenbarung Gottes geschieht in Kirchen und Gemeinden. Lasst uns eher danach Ausschau halten. Es geht nicht darum, wie gut Gottesdienste designt sind. Es geht nicht darum, wie gut ein Weihnachtsfest vorbereitet ist und wie schön das ist, sondern es geht darum, ob Gott sich offenbart, ob Gott zu seinem Wort steht. Und wenn das geschieht, dann kommen Menschen in Bewegung. Wenn das geschieht, dann wird zutiefst das Herz berührt. Dann merken Menschen, sie müssen sich entscheiden. Und du und ich, uns geht's ja genauso. Wenn Gott redet, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir gehorchen wollen, ob wir mit ihm mitgehen wollen oder ob wir so weitermachen wie bisher. Lasst uns auf Weihnachten zugehen mit dieser Erwartung, Gott will sich offenbaren. In dem Kind in der Krippe, da geht es nicht um einen niedlichen Säugling. Ich glaube, Maria und Josef hatten keine Weihnachtsgefühle. Bin ich fest von überzeugt. Die Hirten, die haben sich gefreut, die haben gejubelt, ja. Aber sie hatten noch da ist nichts dran jetzt an den Schuhen, an den Sohlen, aber sie hatten noch ein bisschen Schafkot an den Schuhen. Und an den Füßen, wenn sie überhaupt Schuhe hatten. Sie waren frisch von der Arbeit gekommen, da war nichts mit vorher Kartoffelsalat und Würstchen oder sonstigem Essen oder so. Das ging alles nicht, das funktionierte nicht damals. Nur, dass wir uns das klar machen, Weihnachten ist sowas von unromantisch. Und das kann uns befreien. Denn
Es geht nicht darum, dass wir es romantisch gestalten. Es geht darum, dass Gott sich offenbart. Was die Hirten froh macht, das war der offene Himmel, das war der Gesang der Engel und das war dieses Kind in der Krippe, wo Gott zu seinem Wort steht. Und was Maria und Josef froh gemacht hat, auch Maria, die all diese Worte in ihrem Herzen bewegte, das war, dass sie gemerkt hat, Gott steht zu seinem Wort. Lasst uns darum beten, dass Gott sich offenbart, dass Gott zu seinem Wort steht und dass Gott wirklich prophetisch handelt und redet, auch in diesen Tagen und Wochen. Wir brauchen das. Ich merke das für mich. Ich kann keinen Tag leben, ohne dass Gott redet. Ich merke das wirklich in dem Ganzen, was zu leben ist, zu arbeiten ist. Und da ist ja auch hier im Haus Höhenblick sehr viel ganz Normales, Alltägliches dabei. Vieles ist einfach Management und manches ist einfach Knochenarbeit. Ganz unromantisch. Und was wir brauchen, was ich brauche und jeder andere, ob hier im Haus oder anderswo und ihr genauso, das ist, dass Gott redet und dass ein Wort Gottes ins Herz kommt. Und dass Gott sagt, vielleicht, Hans Hermann, mach etwas jetzt anders. Oder vielleicht, dass er auch sagt, du, ich tröste dich. Und wie viele von uns auch heute Morgen sind hier, weil sie Trost brauchen. Zutiefst ein Wort der Ermutigung. Gott steht zu seinem Wort. Und Gott möchte auf diese Weise, wie es der Prophet Jesaja schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden gesagt hat, Gott möchte das tun, tröstet, tröstet mein Volk. Gott will zutiefst trösten, will zutiefst ermutigen, aufrichten. Und lasst uns darum beten, dass das geschieht. Dass Menschen nicht einfach sozusagen heile, heile Gänschen feiern, sondern dass wir und auch viele andere um uns herum, dass wir erleben, dass Gott uns tröstet durch seinen Sohn. Dass Gott sich zeigt und sagt, ich lasse dich nicht allein, wo du auch bist, was dich umtreibt, was dir Sorgen macht, was dein Herz schwer macht oder auch, wo du gefangen, verstrickt bist in etwas. Ich lasse dich nicht allein. Ich halte zu dir, ich stehe zu dir. Dann das Zweite, das eben, da ging es mehr um die Menge, die zu Johannes dem Täufer rausgegangen ist und es geht um diese Massenerwartungen, diese Sehnsucht danach, dass Gott sich offenbart. Und jetzt aber lass uns auch noch mal schauen in das, was Jesus dem Johannes im Gefängnis mitteilen lässt. Da kommen die Jünger des Johannes zu ihm und was sagt Jesus? Er sagt, guckt, was hier passiert. Schaut doch, was ich tue. Und dann zählt er das auf. Und es ist nicht einfach nur eine Aufzählung. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Das ist Verheißung. Johannes der Täufer war ja einer, der draußen in der Wüste gelebt hat. Und der für sich selber auch gewusst hat, dass sich in ihm dieses Wort, dass er der Vorläufer des Messias ist, dass sich das in ihm erfüllt. Das steht im Buch Jesaja. Jesaja 40, was wir vorhin in der Schriftlesung durch Anja gehört haben. Aber auch in dem Propheten Maleachi, da ein Hinweis, den Jesus hier gibt. Aber dann eben auch diese anderen Worte, gerade von den Blinden, von den Lahmen. Das finden wir alles im Buch Jesaja. Wir können davon ausgehen, dass Johannes der Täufer die ganzen 66 Kapitel der ganzen Prophetenrolle Jesaja auswendig kannte. Dass er genau wusste, was in diesem Buch des Propheten Jesaja drinsteht. Von Kapitel 1 bis zum Ende dieses großen prophetischen Buches im Alten Testament. Und wenn Jesus ihm das aufzählt, dann sagt er, Johannes, mein lieber Freund, denk dran, genau das, was du jetzt fragst, das erfüllt sich gerade an vielen Stellen. Vielleicht siehst du das nicht in deinem Gefängnis, in deinem Verlies, aber lass es dir erzählen. Das ist das Zweite, wie wir uns auf Weihnachten vorbereiten können. Nicht nur, dass wir erwarten, dass Gott sich offenbart, sondern dass wir darauf vertrauen, dass seine Verheißungen sich erfüllen. Das ist das, worum es Jesus hier geht. Für einen seiner liebsten Mitarbeiter, den er aber nicht im Gefängnis besucht. Das ist so eine Sache. Man könnte manchmal fragen, Mensch, Jesus, hättest du nicht einfach mal hingehen können? Es war ja möglich, hin und her zu laufen. Johannes hatte seine Jünger bei sich, die wahrscheinlich auch täglich für ihn gekocht haben und ihn versorgt haben.
bis er dann irgendwann hingerichtet wurde. Und Jesus hätte ja auch hingehen können und sagen können, du, ich bete nochmal für dich und so. Das hat er jetzt an dieser Stelle nicht gemacht. Aber er sagt ihm, Johannes, vertrau darauf, Gott macht in diesem Moment und in meiner Person seine Verheißungen wahr. Vertrau darauf, denn das geschieht zur Zeit. Und nichts anderes möchte Jesus auch für uns. Vielleicht fühlen wir uns ähnlich wie Johannes. Johannes der Täufer, vielleicht fühlen wir uns wie im Gefängnis. Es gibt so manchmal Situationen im Alltag, da denkt man, ja, ich bin ein Stück weit eingekerkert, irgendwie gebunden durch die äußeren Umstände, durch die Situation. Das kann beruflich sein, das kann familiär sein, das kann irgendwas anderes sein. Und man denkt, da komme ich nicht raus. Ich würde so gerne ganz anders. Ich würde so gerne dieses und jenes. Wie ein Gefängnis, wie gefesselt. Und Jesus holt einen da nicht einfach raus. Er hätte ja auch sagen können mit einem Fingerschnippen, Johannes, ich hole dich da raus und dann sieh zu, dass du ein Stück Richtung Osten wanderst, dort bist du sicher und kommst in 20 Jahren mal wieder und guckst mal, was passiert ist. Nein, macht Jesus nicht mit seinem Vorläufer, mit seinem Boten, mit seinem Wegbereiter. Aber er sagt ihm, genau das, was du angekündigt hast, das erfüllt sich. Vertraue darauf, dass Gott dazu steht. Und das ist bei dem ganzen Erwarten auch wichtig. Vertrauen geschieht nicht einfach nur dadurch, dass ich einfach einmal sage, ich vertraue, sondern Vertrauen braucht auch immer wieder und wird auch immer wieder gefordert in Bewährungszeiten. Wisst ihr, das ist ja auch in Alltagssituationen, in menschlichen Situationen so. Auch dort geht es ja beim Vertrauen nicht nur darum, dass wir sagen, in guten Zeiten, das klappt alles und das funktioniert mit Freunden oder mit Arbeitskollegen oder an anderen Stellen. Man kann einander einfach vertrauen, das klappt ja so. Wenn es nicht herausgefordert wird, zeigt sich auch nicht wirklich, ob das Vertrauen hält. Es zeigt sich eigentlich erst dort, wo es spitz auf Knopf steht, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Kann ich da, nehme nur ein kleines technisches Beispiel, kann ich da meinem Navi vertrauen, wenn wir unterwegs sind? Es hat einen ja schon auch manchmal Leute in die Pampa geführt, irgendwo in den Straßengraben, weil irgendwie eine alte Karte gespeichert war oder was nicht alles. Nicht? Man hat schon so manche abenteuerliche Geschichten gehört. Wie ist das bei Menschen? Kann ich vertrauen, wenn eigentlich die Umstände mehr als schwierig sind? Und wie ist das im Blick auf Jesus Christus und im Blick auf Gott den Vater? Kann und will ich vertrauen auch gegen den Augenschein? Wie geht das? Jesus spricht einfach von dem, was biblisch schon gegeben ist. Und er sagt, das Vertrauen gründet sich nicht einfach auf ein Gefühl. Auch bei Johannes möchte er nicht, dass es einfach darum geht, so im Sinne von, Johannes, du musst mir jetzt vertrauen. Ihr kennt das vielleicht auch, sagen manchmal Menschen auch zueinander, du musst mir jetzt vertrauen. Und das ist so ein bisschen, dann nimmt man Leute so ein bisschen auch moralisch in die Verpflichtung, dass sie dann mitgehen und so. Und wisst ihr, solche Spielchen macht Jesus nicht. Er ist da ganz authentisch, ganz der Sohn Gottes und er hat das nicht nötig, Menschen so moralisch in die Verpflichtung zu nehmen. Sondern, was sagt er? Er sagt, schau in die Schrift. Schau in das Wort Gottes hinein. Und was Jesaja, den du, Johannes, so gut kennst, so sehr gut kennst, was Jesaja vorhergesagt hat, Kapitel 35, Kapitel 60, 61, all das erfüllt sich jetzt hier in deiner Zeit. Während du zwar im Gefängnis sitzt, aber es erfüllt sich. Ich bin es, der da kommen soll. Ich bin es. Das verändert nicht die Situation des Johannes im Gefängnis, aber es verändert seine Haltung dazu. Und das ist das, was Jesus seinem wichtigsten Vorläufer und Mitarbeiter an dieser Stelle zumutet, aber auch zutraut und sagt, du, ich zeige dir das hier im Wort Gottes, es erfüllt sich jetzt. Und deswegen darfst du dem Wort Gottes vertrauen. Du musst nicht menschlich, moralisch dich in einer Zwickmühle fühlen, ob du vertraust oder nicht, sondern es geht darum, schau ins Wort Gottes hinein. Und das ist auch für uns wichtig. Ich möchte heute Morgen mal an das erinnern,
Das ist schon vielleicht Wochen, Monate nicht mehr genannt worden, aber erinnert euch an diesen einen Gottesdienst Anfang März mit Maggie Gobran. Ihr wisst noch, dieser Gottesdienst, die Kapelle war ziemlich voll, bis oben letzter Platz gefüllt. Und diese etwas unscheinbare, zierliche Frau aus Ägypten hat uns dazu aufgefordert, uns eingeladen, täglich 20 Minuten im Wort Gottes zu lesen. Ich weiß nicht, wie weit ihr noch dran seid. Es sind fast alle aufgestanden an dem Sonntag von uns. Ich habe für mich gemerkt, für mich persönlich, wie wichtig mir das geworden ist. Über dem ganzen anderen, wo ich ja auch beruflich ganz viel in der Bibel lese. Aber einfach für mich persönlich, immer Abschnitt um Abschnitt weiterzulesen. Ich habe es nicht jeden Tag 20 Minuten geschafft. Sind auch manche Tage, bin ich gar nicht dazu gekommen. Und es gibt Tage, da waren es dann manchmal nur so 10 Minuten, Viertelstunde. Es kommt ja auch nicht darauf an, dass wir eine Leistung erfüllen. Es kommt auf etwas anderes an. Es kommt darauf an, ob ich vertraut bin mit dem Wort Gottes. Und ich habe in diesem, bisher ist es ja erst ein Dreivierteljahr, aber ich habe so viel Staunen gelernt. Wieder neu über ein Wort Gottes, was mir schon so vertraut war. Womit ich ja tagtäglich umgehe. Und ich bin begeistert von diesem Buch. Kann es gar nicht anders sagen. Weil ich nochmal ganz neu sehe, wie die Menschen, zum Beispiel gerade im Johannesevangelium, wie Johannes seinen Meister, seinen Freund, seinen Heiland gesehen hat. Also jetzt Johannes der Evangelist, da bin ich gerade am Lesen. Und staune darüber und freue mich einfach darüber. Und ich stelle fest und buchstabiere das, wie Jesus seine Verheißungen erfüllt, wie Gott seine Verheißungen erfüllt. Ich entdecke, wie wichtig das ist für mein Leben, für unser Leben, für unsere Welt. Und ich merke auch das, was Johannes der Täufer merkt. Gott holt mich nicht einfach raus aus einer Situation. Gott holt mich nicht einfach raus aus einer Zwickmühle, aus einem vermeintlichen Gefängnis. Gott macht nicht einfach einen Schnippen und dann ist die ganze Welt plötzlich in rosa Farben und alles ist in Ordnung, der Himmel ist offen und wunderbar, wie schön. Nein. Aber Gott zeigt mir die Geheimnisse seines Reiches. Dass er an Menschenherzen arbeitet, an deinem und meinem Herzen. Gott zeigt mir, wie er Situationen auf seine Weise verändert, wie er plötzlich Licht hineinleuchten lässt in Schwierigkeiten, die man einfach erstmal nicht durchschauen kann. Auf seine Weise macht er das, nicht auf meine, aber auf seine. Er verändert nicht die Äußerlichkeiten. Er verändert auch nicht das Gefängnis des Johannes des Täufers. Aber er erfüllt seine Verheißungen und er baut sein Reich. Und das ist es, worauf Jesus unseren Blick lenken möchte, auch uns heute, unseren Blick heute, dass wir vertraut sind mit seinem Wort. Wir haben ja noch ein knappes Vierteljahr, dann sind wieder die Tage der verfolgten Gemeinde, dann gibt es wieder einen Gottesdienst. Da wird jetzt nicht die Hausaufgabe abgefragt, ob jeder geschafft hat, einmal in diesem Jahr einmal durch die Bibel zu kommen. Darum geht's nicht. Aber ich denke, es ist noch eine Gelegenheit, auch gerade über Weihnachten wieder neu in das Bibellesen einzusteigen, wenn das vielleicht in den letzten Wochen und Monaten eingeschlafen ist. Das kann ja passieren oder einfach zu einer Pflichtübung geworden ist. Und dann ist das neu die Gelegenheit zu sagen, ich möchte mir in dieser sehr turbulenten Zeit Zeit nehmen für meinen Herrn und für sein Wort. Und ich möchte entdecken, wie er sein Wort erfüllt. Und ich möchte mich davon anrühren lassen. Und ich möchte in diesem Vertrauen gestärkt werden. Denn Gottes Wort ist wahrhaftig. Was er zusagt, das hält er gewiss. Und das will ich wieder neu lernen. Und vielleicht ist das gerade über die Feiertage das Beste, was du tun kannst. Und zum Beginn des neuen Jahres. Ein letzter Gedanke und dann komme ich zum Schluss. Jesus sagt noch einen Satz, der wirkt so ein bisschen komisch und quer. Er sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Hat Johannes sich denn geärgert? Wie ist das? Hat Johannes vielleicht irgendwie Unmut geäußert? Hat er nicht. Und Jesus sagt das auch nicht, um den Johannes irgendwie zu kritisieren im Gefängnis, um irgendwie zu sagen, hör mal, jetzt mach mal halblang mit deinen Erwartungen und Wünschen. Das sagt er überhaupt nicht, denn er weiß, dass Johannes der Täufer nicht nur mit dem Wort Gottes vertraut ist, sondern dass Johannes der Täufer ja gerade deswegen zu ihm kommt, gerade deswegen zu Jesus kommt, weil er sich eben nicht an ihm ärgert,
sondern weil er einfach nur diese Vergewisserung braucht. Es gibt Momente, da zweifeln wir. Ich auch und du auch. Es gibt Situationen im Alltag, da wissen wir manchmal nicht, woran wir mit Gott sind. Oder ist das immer alles sonnenklar für euch? Dann habt ihr mir viel voraus. Ist es ja eben nicht. Auch Johannes der Täufer hat das erlebt. Es ist nicht immer alles so easy und einfach zu glauben. Aber wie wichtig ist das, und das sagt Jesus hier und bestätigt Jesus hier, wie wichtig ist das, dass ich dann nicht mit meinem Ärger bei mir bleibe, sondern dass ich mit meiner Frage zu Jesus gehe und sage, Jesus, bist du es, der da kommen soll? Bist du es? Bist du wirklich mein Heiland? Und wenn ich das zu Jesus sage, dann nehme ich im Prinzip schon die Antwort vorweg, weil ich dann eigentlich im tiefsten Grunde meines Herzens weiß, ja, Jesus, du bist das. Und genau das bestätigt Jesus hier. Aber es sind ja viele andere drumherum, die auch mit zuhören, und für die sagt Jesus das. Selig, freuen darf sich, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wenn man sich an Menschen ärgert, verweigert man oft das Reden, oder? Ist doch oft so. Manchmal hat man die Traute, dann hinzugehen und zu sagen, du, ich habe mich jetzt geärgert. Aber im Normalfall fallen wir Leute oft so in uns zusammen und dann ärgern wir uns und schmollen. Und dann ist es eher, dass wir den Mund halten und uns zurückziehen. Jesus erfüllt nicht unsere Wünsche. Und Jesus enttäuscht uns manchmal, sodass wir von unseren Täuschungen wegkommen. Aber Jesus möchte, dass wir an ihm festhalten. Auch das gehört zu Weihnachten dazu. Auch wenn am Fest sich nicht alle Wünsche erfüllen und vielleicht viele von den Herzenswünschen sich nicht sofort erfüllen und manches an Fragezeichen, an Schmerz, an Leid bleibt. Aber das Wichtigste ist Festhalten an Jesus. Das ist ihm ganz wichtig und das legt er uns ans Herz, dass wir an ihm festhalten und sagen, egal wie das Fest jetzt läuft, egal wie die nächsten 10, 12, 15 Tage funktionieren, ob das klappt alles, was man sich vornimmt und so weiter und so fort. Das Wichtigste ist, dass ich Jesus habe. Und wenn ich dann merke am ersten Feiertag, das und das hat alles irgendwie nicht hingehauen oder da bin ich enttäuscht, dann kann ich sagen, Jesus, das hat mich jetzt enttäuscht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie soll ich damit umgehen. Jesus, hilf mir. Und indem du das tust, hältst du schon an Jesus fest. Damit verbunden ist die Jahreslosung dieses Jahres. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das klingt alles so ein bisschen easy und leicht und glücklich. Aber es kommt ja aus dem Psalm 73. Und dort steht ja nichts von, es ist alles glücklich und alles toll und alles nett und alles lieb, sondern darin steht, dennoch bleibe ich stets an dir. Und das, bei diesem Dennoch, da ist so viel. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, wenn ich am Grunde bin, am Ende bin und zugrunde gehe, halte ich mich immer noch an dich, Gott. Denn das ist das Beste, was ich habe. Du allein bist mein Leben. Darum geht es im Psalm 73. Und darum geht es auch hier und darum geht es auch an Weihnachten. Ob das alles funktioniert mit diesem Fest, wir werden sehen, ob das unsere inneren Herzenswünsche alle befriedigt. Wir werden es sehen. Das Wichtigste ist, dass wir Jesus haben und dass wir mit ihm darüber sprechen und dass du ihm sagst, Herr, ich freue mich auf dich, ich erwarte dich, ich möchte, dass du dich mir neu zeigst in diesen Weihnachts- und Adventstagen. Und ich danke dir, dass du mir Verheißungen gegeben hast. Und selbst wenn sich meine Wünsche nicht erfüllen, aber ich halte mich an dich, Jesus. Und ich bin gespannt, was du noch tust und wie du es tust. Denn du bist mein Herr. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Selig ist, wer meinem Wort vertraut. Selig ist, sagt Jesus, wer mir nachfolgt. Amen. Lasst uns einen Moment